mehr Träume. So, damit hat er noch 33. Sullivan von vorne oder von hinten? Ich würde auch sagen, von hinten lieber. Vielleicht ziehen wir ihm jetzt auch die blöden Punkte. Und nein! Er schüttelt den Kopf, er sagt nee. Okay, dann... Na gut, ich könnte jetzt mit der Granate beide erwischen. Ist also ein bisschen Munitionsverschwendung. Warte mal, was sagst du dazu? Du kommst bis dahin. Er könnte sich neben die gute Dame stellen oder was auch immer du bist. Und dir mal eine mit dem Schrot verpassen. Dann bist du auch schon mal leicht angetan. Ja, du drehst dich am besten nochmal um hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und wieder auf die beiden. Ach, nee. Wundbrand, yay. Yeah. Und sie haut ihm schon mal den Stachel rein. Und... Bitte wie? Keine Munition. Na super. Da kriegt man Gegenangriff und hat keine Munition mehr. Ja, das ist doch herrlich. Davon träumt man nachts. Oh, hör mich doch auf hier. So, ihr beiden wart gegen Feuer, oder? Oder nur einer? Ich weiß es nicht. Naja, ich könnte jetzt die Granate einfach reinschmeißen und sagen, hier leck mich doch an die Füße. Bumm! Ha! Und wir haben den Waffenskill verbessert. Also das sieht absolut nicht gut aus. Das wird uns hier noch eine Menge Zeug kosten. So, du hast noch 7 Punkte. Dann würde ich sagen, Obitsch mit der Axt wäre gut. Sie heilt vielleicht Obitsch mal eine Runde. Sieb plus 50, 120, dann ist er schon mal richtig schön taufrisch und kommt mit der Axt gar nicht ran an die beiden. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Was hast du noch für Möglichkeiten? Mit der Uzi würde ich gerade schießen, das ist auch nicht gut. Noch eine Granate? Na, das ist... Nee, das ist mir alles blöde. Mit dem Gewehr kann er sie erschießen. Das wäre eine Möglichkeit. Wie weit kommst denn du? Bis da. Und der Flattermäuschenmann hier, der kommt bis dahin. Okay. Warte mal, komm. Kann ich an dich ein bisschen näher ran? So ungefähr. Weil umso näher wir natürlich ranstehen, umso eher können wir auch treffen. Jawoll! Und umso mehr Schaden macht das Ganze auch wiederum. Guck mal, wir können es sogar noch wegstellen. Das ist gar nicht schlecht. So, Medusa. Jetzt hoffe ich, mit dem Bajonette ziehe ich dir den Rest ab. Das macht 10 Punkte Maximalschaden. 85% bei mittlerer Panzerung, die hast du ja. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tod. Ja, schade ist es natürlich. Also wir werden dich definitiv vermissen. Nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch, ja, es war ja ein Mensch mal. Es ist, ja, aber auch Monster sind irgendwie Lebewesen, würde ich sagen. Und möchte natürlich möglichst irgendwie überleben. So, sind teils liebenswert wie, ja, eben auch das Haustierchen oder so, ne? So, sie hat noch 13 Punkte. Und, ich würde sagen, du hast noch 33. Dann sollte Ovitch die Axt wieder rauspacken. Die macht ja gut Schaden und von der Seite mal eben. Damit hat er noch 11 Punkte. Dann könnte sich ja da vorstellen, ist blöd irgendwo.
sie von der Seite vielleicht mit dem Baseballschläger. Oder sie killt beide mit einer Handgranate. Yay, das... Nee. Ich glaube, wir machen einen Home Run mit dem Baseballschläger und bumm auf die Rübe. Und das war's dann wohl mit dir. Sehr gut. So, dann haben wir noch Trantinier. Okay, warte mal. Betäubung, Pistel, Schrot ist leer. Es ist alles nicht so, wie ich es mir natürlich erhoffe. Mit dem Schießgewehr könnte er. Aber das ist so eine Sache. Obitsch, du kannst nicht zufällig zur Seite treten. Ja, dann würde ich ihn lieber erstmal versuchen mit der Pistole. 11 Punkte, die macht 10 aber maximal. Oh, sogar maximal getroffen. Wunderbar. Weil dann sparen wir uns ein bisschen an der Gewehrmunition, die wir bestimmt noch brauchen können. Und er hier hat gar keine Pistole mehr, ne? Es ist doof. Jetzt könnte er sie mal einmal hier brauchen, da hat er sie nicht mehr. Ja, das ist jetzt richtig blöde. Irgendwie. Kannst du mit dem Bajonett ein bisschen weiter pieken? Er hat die Frage, wie weit kommt er? Er kommt auch sogar an sie ran. Entweder nehme ich jetzt doch noch mit Trantinier hier eine Pistolenkugel, weil gegen Feuer und so weiter ist er geschützt. Betäubung wäre vollkommener Schwachsinn, ihm das jetzt reinzuzwirbeln. Ich glaube, wir machen es so, dass wir uns einmal von ihm noch angreifen lassen. Das sollten wir überleben mit allem Mann. So viel sollte das nicht schaden, außer er macht seitlich. Er macht's von vorne, sehr gut. 10 Punkte, okay, damit können wir gerade leben. Und jetzt solltest du eigentlich hier auch Geschichte sein. Trantinier, was treibst du da? Nur mal so, by the way. Wie kann man daneben stechen? Ich glaube, der hat irgendwas genommen, Moll. Ach nee, da ist das Feld. Okay, Entschuldigung, es war mein Fehler. So. Jetzt aber. Ovitch wollten haben. Und den Vogel hier abschießen. Eigentlich abschlagen, aber naja, gut. Im sprichwörtlichen Sinne heißt es hier den Vogel abschießen und nicht, ja. So, ja, damit hat jeder wohl ein Monster erlegt, ne? Das ist auch mal eine schöne Statistik. Sehr schön. Wobei wir jetzt leider Medusa damit verloren haben. Das ist leider doch ein bisschen sehr schade. Wir wollten ihn doch eigentlich retten und ein Gegenmittel finden gegen dieses komische Zeug, was auch immer es ist. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was ich sage, so mit Resident Evil und so, oder was man auch am Anfang gesehen hat, zum Beispiel mit dem Spielbeginn. Da wird ja auch dieser DNA-Strang und so gezeigt. Und das ist nicht umsonst, glaube ich mal. Und ja, also dass hier doch die DNA ein wenig sehr verändert wird. So, was haben wir denn noch alles? Also Fallpistolen hat jeder noch 2. Sie hier hat noch 21 Schuss. Okay. Oh, 9 Schuss nur noch. Er hat 13, dann gibst du ihm mindestens einen, würde ich sagen, ab. Wie viel hast du noch? 19. Ja, dann gibst du ihm hier mal auch einen ab. Dann hast du 11, er 10 und er hat hier 20 fürs Gewehr. Okidoki. Vor allem die Schrot ist ja jetzt leer. Das ist nicht so toll.
steht da irgendwie bei der Flasche mittlerer Größe, gefüllt mit leicht entflammbaren, unverbleiten Benzin. Ah, Benzin bleifrei. Na, sehr schön. Vielleicht finden wir ja noch ein Auto und können das damit betanken. Ich weiß es nicht. Ach nee, ich glaube weniger, aber ich weiß es nicht. Es ist ja schon ein bisschen länger her, dass ich das Spiel mal durchgezockt habe. Aber ich glaube nicht an ein Auto entsinnen zu können, dass man bleifrei betanken hätte können. Aber es ist doch schön, dass das Benzin bleifrei ist. Mittlerweile ist ja Benzin E10 und sonst was, ne? Also das ist dann auch schön. So, aber egal, wir wollen dann mal schauen. Ah, die Granaten sehen nicht mehr so aus, ne? 1, 2, 3 und du hast keine mehr. Dann würde ich sagen, du kriegst auch noch eine, dann hat wenigstens jeder eine Granate. So für das eventuelle, ich stehe gerade 5 Monstern gegenüber. Und das ist nicht gut. So, also um ein wenig mehr Schaden dann an allen auswirken zu können. Okay, du hast zweimal Essen. Ich glaube, du gibst ihr mal einmal ab. Vor allem müssten wir mal schauen, dass wir uns jetzt mal heilen, bevor wir uns wieder bewegen und keine Ahnung wo reinlatschen. Also das Dach hier oben scheint mir nicht allzu sicher zu sein. Hier scheint ja irgendwie immer was Neues zu kommen. So, was haben wir denn alles? Ja, also sieht sehr gut aus. An den Möglichkeiten. Pflaster haben wir auch 2, 2, 2. Sie hat 6. Das ist schon mal super. Aber Bandagen gehen ihr langsam aus. 2, 2, 2. Ja. Ich glaube, bei ihr sind Bandagen besser aufgehoben, oder? Dann hat jeder eine Bandage. Und sie hat hier dann mal 3 oder so. Okidoki. Dann würde ich sagen, unsere liebe Ärztin wird uns mal ein bisschen verarzten. So, 35 ist für sie absolut zu hoch. Du isst am besten gleich deinen Joghurt mit einem Scheibchen Brot dazu oder so. Ich weiß auch nicht, was das für eine Konstellation vom Bild her ist, aber egal. So, Trantinier ist schon ziemlich verletzt. 30, 35... Plus Bonus macht 115, sehr gut. Ovic sieht recht gut aus. Und der Sullivan könnte, glaube ich, auch nochmal so einen richtigen... Ja, jetzt haben wir wenigstens alle über 100 Punkte, das ist schon mal sehr gut. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal ein kleines Päuschen. Wir sehen hier schon vorne ist die Tür am Blinken, da wird es wohl dann auch weitergehen. Ja, ich denke mal, es wird auch dann spannend bleiben, wo wir da wieder rauskommen. Oder so, oder keine Ahnung. Oh, da hinten. Oh, ich sehe eine Kiste. Ich sehe eine Kiste. Ja, aber diese werden wir dann auch in der nächsten Folge wohl dann öffnen. Und weitere Dinge dann wohl hoffentlich auch überleben, etc. Ja. Och man, Medusa war so schön. Also, von den Waffen zumindest schon mal extrem genial als Thea, aber... Tja, que sera, sera, würde ich sagen. So ist das Leben. Also denn, danke ich euch fürs Zuschauen, für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. See you!